Herzlich willkommen Filmfans zu einem neuen Video hier auf Lord Gangnam Full, The Other Side of Movies. Ja, heute gibt es ein kleines Unpacking bzw. Unboxing Video, denn die beiden neuesten VÖs des Wicked Vision Sub-Labels Raw Side sind hier bei mir gelandet. Einmal der Film Last Girl Standing, der schon aus dem Jahre 2015 ist, und der Film Ice Cream Truck aus dem Jahre 2017. Beide Filme haben natürlich jeweils drei Cover-Varianten wieder spendiert bekommen, die jeweils auf 222 Stück limitiert sind, und ist natürlich mal wieder ein absoluter Blindflug für mich, aber beide Filme haben mich irgendwie eingesprochen. Das eine ist ein Psycho-Slasher, das andere ist mehr so eine Horror-Komödie. Ist natürlich fraglich, ob einer von den beiden Titeln vielleicht dann doch noch nachträglich bei der FSK vorstellig wird. Und ja, wir machen jetzt mal ohne Umschweife hier das Packel auf. Bin ich auf jeden Fall mal wieder mal sehr gespannt, was da drin ist. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gut verpackt. Wie ihr hier seht, ja, nochmal extra hier in Papier eingepackt. Finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Kann man definitiv nicht meckern. Rechnung ist noch dabei. Mediabooks, normaler, üblicher Preis, 30 Euro. Ja, und wir machen jetzt auf jeden Fall mal hier das ganz gut auf. Und wir haben einmal den Titel und dann natürlich noch den Ice Cream Truck. Und ja, ich kann es euch schon mal zeigen. Das ist einmal hier Last Girl Standing in der Cover B-Variante. Das Cover hat mich am ehesten angesprochen, muss ich sagen. Ist ein Film, der scheinbar am Anfang und am Ende ziemlich, ziemlich heftig abgehen soll. Ja, und es gibt davon einen Trailer, der soll jetzt nicht so gut aussehen, aber der Film soll gute Low-Budget-Kosten, muss ich sagen. Und das Artwork finde ich hier, ja, wir sehen können, das sehen wir uns natürlich gleich aus der Nähe an, sieht wirklich sehr, sehr gelungen aus, ja. Und dann natürlich hier dann noch der Ice Cream Truck, ja, Cover A, ja, wie schon gesagt, ist eher so eine Horrorkomödie, soll jetzt nicht so übermäßig brutal sein, aber daraus kommt es mir nicht an, aber dieses Artwork hier, das ist wirklich der absolute Brüller, muss ich sagen, ja. Und ohne große Umschweife gehen wir jetzt auf jeden Fall mal so richtig schön in die Detailansicht hier bei diesen beiden Mediabooks. Ja, und ich hoffe, die nächsten Minuten machen euch genauso viel Spaß wie mir, wenn ich das jetzt hier halt auspacke, ohne dass ich großartig etwas über die beiden Filme weiß. So, da sind wir jetzt natürlich in der Nahaufnahme bzw. in der etwas detaillierteren Ansicht, man könnte auch sagen Ego-Perspektive, aber wir sind ja jetzt hier nicht bei einem Ego-Shooter, ja. Und wir fangen auf jeden Fall mal eher mit dem etwas harmloseren Film hier an, hier in der Cover-A-Variante, und zwar dem Ice Cream Truck, Welcome to the Neighborhood, ja, und das packen wir jetzt also auf jeden Fall mal aus, sieht auf jeden Fall wieder sehr, sehr gelungen aus. Zumindest vom Artwork her ist natürlich fraglich, wie die Filme letzten Endes sind, aber habe mich schon vorher ein bisschen erkundigt. Es gibt die ein oder andere Kritik, und da kam der Film durchaus recht wohlwollend davon, muss man sagen. Ist natürlich ja eher Low-Budget-Unterhaltung, aber soll relativ gut sein, muss man sagen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich gehe wirklich ohne großartige Erwartungen ran. Natürlich kommt das Ganze wieder in Hochglanz daher, und das Artwork sieht wirklich herausragend aus mit diesen ganzen Gesichtern hier, mit den Händen, die aus dieser Eiskugel rausgreifen, denn dieses Messer hier oben und dieser Totenschädel, das sieht wirklich sehr, sehr weird aus, muss ich sagen, das Motiv, aber hat definitiv was, also sieht wirklich sehr, sehr mal speziell mal was anderes, muss ich sagen, was diese neueren gezeichneten Artworks angeht. Da haben wir natürlich hier den Spine selber mit dem Raw Side Logo und hier schön groß der Filmtitel, und auf der Rückseite haben wir auf jeden Fall nochmal eine ausführliche Inhaltsangabe. Ein paar Szenenbilder, die auch wieder recht schön collagenhaft ineinander übergehen. Also von der Layout-Gestaltung kann man da absolut nichts sagen. Der Film selber geht auf Blu-ray 88 Minuten, auf DVD 84 Minuten, ist natürlich ungekürzt. Das Ganze ist ein ungeprüfter Release, kann allerdings sein, dass vielleicht bei dem Film, weil der jetzt nicht so scheinbar sonderlich hart sein soll, dass da vielleicht eventuell noch eine Keepcase-Veröffentlichung nachgeschoben wird. Schauen wir mal. Und dann ist hier unten auf jeden Fall dann auch noch was zum Bonusmaterial. Wir haben hier natürlich hier wieder mal ein 24-seitiges Booklet mit einem Text von Christoph N. Kellerbach. Wir haben ein paar Extras, auch noch Audiokommentar. Da kann man natürlich davon ausgehen, dass das in der Regel alles mit deutschen Untertiteln daherkommt, wie man es natürlich von Wicked Vision
kennt. Und hier unten natürlich ganz klar die Angabe, da wir natürlich hier keine individuelle Limitierungsnummer haben. Der Hinweis hier, dass das ganze Cover A ist und limitiert auf 222 Stück. Ja, und ich bin auf jeden Fall mal auf das Innenleben sehr, sehr gespannt. Und die Discs selber aus der Raw-Side-Reihe, die sind eigentlich alle immer gleich gelabelt, was ich natürlich auch sehr gut finde. Ja, eine sehr einheitliche Gestaltung hier, so mit diesem blutroten Hintergrund und dem Filmtitel, finde ich vollkommen in Ordnung, muss ich sagen. Ist mir lieber als bei bestimmten Mainstream-Labeln, wenn die Scheiben blau sind oder schwarz sind oder gar nicht bedruckt sind, ja. Und so sieht auch die DVD aus. Und die Extras sind natürlich auch auf beiden Medien enthalten. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch einen Innendruck, der allerdings, muss ich sagen, jetzt nicht so aussagekräftig ist. Also ist relativ schwer zu erahnen, was das ist. Auf jeden Fall, ja gut, das ist ein stilisiertes Artwork. Wir sehen hier ein paar, wir sehen hier ein Bein, ein Arm, eine ganze Menge Blut. Ja, also der Eiscreme-Fahrer hat seine Tat wieder mal verbracht und wird irgendeinen armen Vorstadtbewohner mal wieder zu Eiscreme verwursten. Ist natürlich eine sehr, sehr coole Idee, die dieser Film verfolgt. Und auch hier, wie das Booklet anfängt, hier mit dieser Eiswaffel, wo so das Blut runterläuft, finde ich auch, muss ich sagen, ist mal was anderes. Und ja, also von der farblichen Gestaltung her fällt das diesmal sehr, sehr auf, muss man sagen, hier mit diesem gelben Hintergrund und zu so diesen Eiswaffeln. Ja, das hat auf jeden Fall mal was anderes hier, muss ich sagen. Und ja, hier wird auf jeden Fall wieder ausführlich auf die Produktion des Films eingegangen. Natürlich werden wieder bestimmte Bezüge genommen zu anderen, vor allem Horrorkomödien. Ja, natürlich hier Fui Daddy ist ein Kannibale. Den habe ich natürlich auch schon lange in der Sammlung von 84 Entertainment. Ja, macht auf jeden Fall, muss ich sagen, einen guten Eindruck. Also mir gefällt das von der Gestaltung her. Auch wenn man natürlich sagen muss, ist, man hätte natürlich auch ein bisschen so hier das Eis anders hinschieben können. Also es ist eigentlich immer auf der gleichen Position, ja, im Booklet. Aber auf jeden Fall eine Menge Text, einige Szenenbilder. Was will man denn mehr, muss ich sagen. Und natürlich wieder ein sehr ausführliches Essay hier von Christoph N. Kellerbach. Ja, und dann haben wir natürlich hier auch dann nochmal die Credits, wer alles an der Produktion des Mediabooks beteiligt war, an dieser VÖ im Allgemeinen. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall. Also das macht schon mal einen schönen, guten Eindruck, ja. Dafür, dass es halt ein Film ist, wo man absolut nicht weiß, ob der jetzt was taugt oder ob der nichts taugt. Aber ja, hin und wieder mal brauche ich mal so Blindflüge, ja. Und ich meine mal, was die Veröffentlichung auch aus der Raw-Side-Reihe angeht, ja, kann man eigentlich nicht meckern. Die Filme selber sind natürlich absolute Geschmackssache, aber ich bin auf jeden Fall mal schon sehr gespannt auf den Ice Cream Truck, was er denn so zu bieten hat. Gut, dann kommen wir zu der etwas herberen Kost, zu diesem Psycho-Slasher hier, Last Girl Standing, mit diesem wirklich sehr, sehr schönen gezeichneten Artwork. Ja, und was man da so im Hintergrund sieht, das ist wohl der Killer. Der trägt eine sehr, sehr abstrakte Maske. Ja. Und hat mich auch sehr interessiert, ohne dass ich wirklich gesagt habe, okay, handlungstechnisch, dass ich mich großartig damit auseinandersetze. Im Moment ist es auch so, vor allem auch bei neueren Filmen, dass ich mir da kaum, also eigentlich gar keine Trailer mehr angucke. Ich lese mir ehrlich gesagt nur was dazu durch, informiere mich so ein bisschen vorab und schaue dann einfach, wie der Film letzten Endes ist, muss man sagen. Und ja, das Artwork hier sieht, muss ich sagen, sieht einfach Bombe aus. Also das sieht wirklich von der Zeichnung her so, das ist ein sehr, sehr schönes Motiv. Natürlich relativ plakativ, muss man sagen, wie es sich für einen Slasher gehört. Aber ja, kann sich definitiv sehen lassen. Also das finde ich sehr, sehr gelungen, das Artwork hier. Und ja, natürlich Spine, wie bekannt, Filmtitel und natürlich oben nochmal das Raw-Side-Logo. Und hier auf jeden Fall nochmal eine Inhaltsangabe. Last Girl Standing verbindet schonungslosen Slasher-Horror mit packendem Drama. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Der Film selber geht auf Blu-ray 90 Minuten, auf DVD 86 Minuten. Finde ich, ist eine passende Laufzeit. Ja, ist einfach nicht zu lang. Damit kann man die eine oder andere Länge gut vermeiden oder auch kaschieren. Ja, und da sollte man sich auf jeden Fall vom Trailer nicht abschrecken lassen, weil der Film soll sehr gut produziert sein dafür, dass es eigentlich nur ein Low-Budget-Film ist, ja, und die meisten Filme, die in dieser Reihe hier rausgekommen sind, sind einfach wirklich nur reine Indie- oder Low-Budget-Filme,
ja, die abseits des Mainstreams produziert worden sind. Ja, dann haben wir natürlich hier wieder ein paar Extras. Das Booklet hier, 24 Seiten, stammt auch mal wieder von Christoph Enkelerbach. Der ist eigentlich so der Stammschreiber für diese ganzen Wicked Vision Veröffentlichungen. Und auch eine ganze Menge Bonusmaterial befindet sich hier noch nebenbei drauf. Und da haben wir natürlich hier unten den Hinweis ganz klein auf die Cover-Variante sowie auf die, ja, auf wie viel Stück das Ganze limitiert ist. Hier ist natürlich auch wieder keine Limitierungssumme, aber ja, ist eigentlich egal, wurscht, ja. Hauptsache der Film ist uncut, Nummern können eigentlich egal sein. Und dann werfen wir auf jeden Fall mal einen Blick rein in dieses Mediabook, was mir, muss ich sagen, auch sehr, sehr zusagt. Und ja, wie schon gesagt, bei der Rawside-Reihe sind die Discs alle gleich gelabelt. Und ja, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ja, finde ich recht gut gestaltet, das Ganze. Da haben wir noch die DVD, die sieht so aus. Und wie so oft, Bonusmaterial ist auf beiden Medien enthalten. Ja, da haben wir noch ein Innenartwork, das auch relativ verfremdet ist, muss ich sagen. Hier haben wir auf jeden Fall, glaube ich, wenn man es so rumtritt, Waldboden und dahinter halt so ein Zelt oder irgendwas. Es gibt auf jeden Fall hier ein paar Freunde, die wohl im Wald zelten gehen und dann taucht halt dieser Killer auf mit dieser Maske und metzelt die alle nieder und sie bleibt halt am Ende als einzige übrig. Ja, es soll auf jeden Fall ein Film sein, der am Anfang und am Ende sehr, sehr abgehen soll, also sehr explizite grafische Effekte haben soll. Mal gucken, wie dem jetzt so ist letzten Endes. Und natürlich die Evolution des Final Girls. Hier wird, wenn man sich schon den Filmtitel mal so durch den Kopf gehen lässt, geht es ganz klar um dieses Final Girl-Thema, was der Film hier sicherlich aufgreift und versucht halt auf eine psychologische Art und Weise mit Horror zu kombinieren. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das funktioniert. Und ja, die Maid gegen den Unhalt, das Final Girl und seine Entwicklung, da wird schön drauf eingegangen hier. Und auch wieder mit sehr vielen Szenenbildern drapiert. Da haben wir unseren Killer. Das ist wirklich eine sehr weirde Aufmachung, die er hat. Ja, macht auf jeden Fall auch, muss ich sagen, guten Eindruck. Ist natürlich jetzt hier von der bildlichen Umsetzung eher so ein klassischeres Rawside Mediabook, muss ich sagen. Anders wie das von Ice Cream Truck geht man hier wieder so den klassischen Weg, was die Layout-Gestaltung angeht, ja, was die Bilder angeht, wenn man das Ganze hier zusammenbringt. Aber ich muss sagen, auf jeden Fall sehr interessant. Bin schon mal gespannt, mir so den Text durchzulesen und vor allem auch auf den Film. Ja, wie der Film denn so letzten Endes ist, ja. Aber macht auf jeden Fall, muss ich sagen, sehr guten Eindruck und natürlich auch auf der Verletztenseite wieder die Credits, wer denn hier bei dieser Edition beteiligt war. Natürlich das Ganze ist hier die Rawside Edition Nummer 7. Da müsste Ice Cream Truck, wenn ich mich nicht irre, die Nummer 8 sein. Wir können ja nochmal nachgucken, aber gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Wir schauen nochmal nach auf der letzten Seite. Ich vergesse das immer, dass das ja so eine durchgehende Reihe ist. Nee, ist die Nummer 6. Ja, Nummer 6. Also gut, das sind jetzt noch nicht so viele Titel rauskommen. Project Pitchfork, die beiden Mexico Barbaro Titel, Scars of Javier. Ja, und dann hat diese beiden, aber ich muss sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Deswegen gibt es auch von mir für beide Mediabooks wirklich gute 4 von 5 Punkte. Kann ich auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen für die Freunde des etwas abseitigen Genrefilms, die gerne auch Independent-Filme gucken, Low-Budget-Filme, also halt eher kleinere Filme, ja, die mit wenig Budget produziert worden sind, aber die dennoch einen durchaus hochwertigen Look haben. Und die versuchen vielleicht andere Wege zu beschreiten. Mal schauen, wie das bei diesen Filmen ist, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine hier auf der linken ist halt eher eine Horrorkomödie und der andere definiert sich ganz klar als Psycho-Slasher. Bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie die Filme sind. Und ihr könnt mir natürlich in die Kommentare reinschreiben, ob ihr die Filme eventuell kennt. Ich glaube eher, ehrlich gesagt, nicht, aber ihr könnt mir natürlich auch reinschreiben, wie ihr die Mediabook-Veröffentlichung so findet, ob das vielleicht Filme für euch wären, die ihr euch auch vielleicht gerne in die Sammlung holen würdet oder zumindest mal einen Blick riskieren würdet. Ja, und das war es jetzt auch mit diesem Unpacking- bzw. Unboxing-Video hier zu den beiden Rawside-Editionen Nummer 6 und 7 zu The Ice Cream Truck und Last Girl Standing. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder zu einer weiteren Produktvorstellung bzw. Unboxing oder zu einem anderen Video hier auf Lord Gum Gum Full The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris.